Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder ein paar Tipps aus der Praxis, die ich für euch intensiv getestet habe. Nämlich, wie so oft bei mir, geht es wieder einmal um USB-Sticks, die ihr benutzen könnt mit einem kleinen Zweitbetriebssystem. Natürlich wieder Linux. Ich habe diesen Tipp, den ich euch jetzt vorstellen möchte, in einer Zeitschrift gefunden, in der aktuellen Linux-Welt. Wurde darüber gesprochen, welche minimalistischen oder kleinsten Linux-Systeme besonders gut auf einem USB-Stick laufen. Ja, wofür braucht ihr das überhaupt? Es kann natürlich sein, dass ihr bei der Arbeit relativ oft unterwegs seid, verschiedene PCs nutzen müsst und ihr wollt nicht euren großen, schweren Laptop mitschleppen und möchtet halt einen Desktop-PC nutzen, sitzen können, eine große Tastatur, einen schönen Bildschirm haben und ihr möchtet eure eigenen Dateien, eure eigene Arbeitsumgebung auf dem Desktop haben. Dann bietet sich es an, dass man sein Lieblingsbetriebssystem auf einem kleinen USB-Stick installiert. Und da kommt natürlich jetzt schon die erste Schwierigkeit. Ihr solltet natürlich, müssen wir eben schauen, einen USB-Stick auswählen, der auch schnell genug ist. Was ich hier empfehlen kann, ist der SanDisk USB-Stick. Jetzt schaue ich mal eben nach. Ich hatte den für euch rausgesucht, aber dann wieder gelöscht. Mal gucken. So. Und das ist nämlich ganz wichtig, ansonsten funktioniert das überhaupt nicht. So, da sehen wir auch schon die Seite. So, und ich meine, man kann auch ins Geschäft gehen und nachfragen, den USB-Stick mit der schnellsten Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das hier ist dieser, den ich jetzt getestet habe mit USB 3.0 und der höchsten angebotenen Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Wenn ihr weiter runter liegt, dann ist es wirklich kein Spaß, mit so einem USB-Stick zu arbeiten, weil bis zu ein bis zwei Verzögerungen bei jeder Aktion, die ihr am Computer ausführt, liegen. Und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Das wollen wir nicht. Ich habe in den letzten Wochen mit Linux Mint, mit der schwachbrüstigen XFME-Version gearbeitet, aber auch da war ich nicht ganz zufrieden. Bis ich dann in dieser Zeitschrift Linux-Welt dieses Programm habe empfohlen bekommen, Bunsen Labs, was also verspricht, mit minimalster Hardware auszukommen und dadurch natürlich relativ spartanisch eingerichtet ist, aber dafür Geschwindigkeit wettmacht. Und ich kann das nur bestätigen. Nach der Installation startet das System in 15 Sekunden, wie auch hier in der Zeitschrift versprochen. Und das habe ich tatsächlich auch erreicht auf einem 10 Jahre alten Rechner und werde jetzt natürlich weiter testen auf anderen PCs, ob es dort auch ähnlich schnell ist. Mit Linux Mint, mit dem, ich glaube, XFME Desktop, den ich dort genutzt habe, brauchte ich bis zum Booten vom USB-Stick bis zu 30 Sekunden, bis zu einer Minute. Und das war mir natürlich viel zu lang. Gut, ich will aber gar nicht so viel quatschen. Wie geht das? Das allererste ist natürlich, ihr habt euch jetzt einen USB-Stick gekauft, ihr setzt euch an einen Rechner und müsst euch als allererstes die ISO-Datei herunterladen, hier von der Seite Bunsen Labs. Und die ist hier angegeben. Hier weiter unten könnt ihr das für euch dann hier aussuchen. Müsst natürlich entscheiden, was für einen Prozessor oder was für eine Prozessorarchitektur ihr habt, AMD 64 oder 32. Und dann ladet ihr euch die ISO-Datei herunter, erstellt einen bootfähigen USB-Stick. Aber das haben wir auch übrigens schon in einem anderen Video erklärt, wie das geht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das hinkriegt. Ansonsten schaut euch die Videos bei mir auf dem Kanal an. Ist euer USB-Stick fertig mit der ISO-Datei, dann startet ihr oder bootet vom USB-Stick Bunsen Labs und
installiert das Programm. Darüber, wie das funktioniert, darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das ging eigentlich relativ einfach. Das ist eine geführte grafische Oberfläche, mit der ihr das Programm installieren könnt. Ich würde euch empfehlen, am Anfang auf geführte Installation drücken und ihr solltet den USB-Stick vorher mit dem Dateiensystem ext4 formatieren. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht beim ersten Versuch geklappt hat. Ich habe, glaube ich, 12 Versuche gebraucht. Und nachdem ich meinen USB-Stick vorher mit ext4 installiert oder formatiert habe und auf geführte Installation geklickt habe, erst dann war es möglich, dass ich also Bunsen-Labs auf dem USB-Stick installieren konnte. Ein Tipp oder eine Warnung: Wenn ihr dort nicht so erfahren seid bei der Installation, bitte achtet unbedingt darauf, dass ihr den Bootloader auf der Festplatte des USB-Sticks SanDisk installiert. Ansonsten könntet ihr euer Gastsystem, mit dem ihr also euren USB-Stick beschreibt, zerstören oder beschädigen, dass also das hinterher nicht mehr bootet. Also unbedingt aufpassen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Installation im Detail geht, klickt auf geführte Installation, sucht bei der Festplatte den USB-Stick aus und unbedingt den Bootloader auch auf dem USB-Stick belassen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Gut, gehen wir davon aus, dass ihr das hingekriegt habt, dann müsstet ihr am Ende dann, wenn ihr die Installation fertig habt, das System runterfahren und dann einmal neu starten. Ihr zieht dann den USB-Stick mit dem Live-System raus und startet dann euren frisch selbst gebastelten Bunsen Labs Computer vom USB. Achtet übrigens darauf beim Kauf, das hatte ich am Anfang nicht gesagt, dass ihr ausreichend genug oder ausreichend viel Speicher habt. Also ich meine, 120 GB müssten reichen, denn es macht natürlich nur dann Sinn, mit so einem USB-Stick wirklich zu arbeiten, wenn ihr all eure Daten stets zur Verfügung habt. Ich mache das über Dropbox und habe also alles, was ich brauche, natürlich dann zur Hand. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht so praktikabel. So, ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz die Oberfläche hier vorstellen. Das Linux-System ist halt sehr spartanisch, es ist kaum was vorinstalliert, aber dafür ist es natürlich auch sehr schnell. Und ich zeige euch jetzt vielleicht so ein paar grundlegende Dinge. Wie ihr seht, gibt es hier keinen Menü-Button, so wie man das kennt. Ihr klickt einfach mit der Maus auf rechts und dann seht ihr, habt ihr hier eigentlich euer Hauptmenü. Ihr könnt hier oben zum Beispiel ein Terminal aufrufen, so wie ihr das kennt von Linux Mint, und dann mit dem apt-Befehl verschiedene, ich darf nicht immer sagen, verschiedene Programme nachinstallieren. Oder wenn ihr hier zum Beispiel wo haben wir es denn, bei Office schaut, müsstet ihr bei euch hier unten sehen, Install. Und dann sind einige Programme vorgeschlagen, die man normalerweise braucht, so wie LibreOffice, und kann das dann hier alles nachinstallieren, ohne irgendwelche Befehle im Terminal einzugeben. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ja, ansonsten würde ich mich hier einmal durchfuchsen, das in Ruhe anschauen. Ihr könnt also hier bei Run Program eingeben, welches Programm ihr starten wollt. Und dann probieren wir das mal aus. LibreOffice, wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht. Ich bin hier eigentlich auch ganz neu mit diesem frischen Programm. Ja, seht ihr. Ansonsten, ich habe hier nicht viel installiert, gebt ihr aber das hier den Namen des Programms ein und dann startet er das. Mal gucken, ob es mit kdenlive funktioniert. kdenlive. Das ist das bekannte Videoschneideprogramm und ich habe schon gedacht, jetzt hätte ich alles nochmal schneiden müssen, aber normalerweise müsste es hier gleich aufgehen und ihr könnt dann so eure Programme starten. Oder ihr macht das so, dass ihr, jetzt schließe ich das mal wieder, dass ihr einfach den Terminal benutzt, das hat auch funktioniert. KD
Na toll. So, da ist es. Gut. Also, drei Möglichkeiten, um die Programme zu starten. Entweder hier im Openbox-Menü, dass ihr einfach auf das Programm, was ihr gerade braucht, klickt und es dann startet. Und schließt mir das mal wieder. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, das im Terminal zu machen oder hier mit Run Program. Gut, ansonsten die empfohlene, auch in der Zeitschrift Linux-Welt empfohlenen Haupteinstellungen für das Programm soll man im, wo war es denn, hier nachschauen und kann dann hier also einige Einstellungen in der Desktop-Oberfläche verändern. Gut, im Grunde soll das auch erstmal eine kleine Einführung hier sein. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wenn ihr dieses Programm vielleicht ein bisschen detaillierter beschrieben haben möchtet, schreibt mir das vielleicht in die Kommentare, dann kann ich das für euch gerne machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören und sehen uns bald wieder. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, vielleicht über eure Erfahrungen mit Bunsen Labs und viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao!